Mahlzeit. Ich wollte euch heute mal mein neuestes Spielzeug zeigen, was heute angekommen ist. Ich hatte jetzt die letzten 2 Wochen richtig Stress auf Arbeit und dadurch, dass ich eben sehr lange gearbeitet habe, habe ich mir das einfach mal gegönnt. Irgendwo muss ich ja das Geld verdienen für meine Spielzeuge und ich habe selber noch nicht ausgepackt. Das ist das Spyderco. Oh, lasst mich nicht lügen. Ich muss jetzt auf der Klinge selber gucken, weil ich schon wieder vergessen habe und ich will es ja richtig aussprechen. Delicious 4. Hier kann man es ja ein bisschen sehen. Und das hat mir von der Optik so gut gefallen. Gerade weil sie jetzt auch die bunten Griffe haben. Ich habe es mir jetzt in Braun geholt. Und meine Freundin. Ich packe das jetzt einfach mal aus. Ich bin einfach so frei. Hat sich in Grün geholt. Für auf Arbeit. Das Gummi ist sehr griffig. Die Klinge aus VG10 Stahl. Und wie es aussieht, aus Vollmaterial. VG10 kennt man auch von Fellniven. Und das ist schon Stahl, den man sehr, sehr scharf bekommt. Ich probiere es einfach mal aus. Aber dafür nehme ich mein eigenes, weil ich will jetzt nicht, dass meiner Freundin vor ihr benutzen. Da wäre ich auch traurig oder beleidigt. Schnell wieder einpacken. Ist gerade duschen. Merkt es auch nichts. So. Tue ich das wieder weg. Also von der Schärfe her. Mal gucken. Oha, ja. Das ist wirklich, wie man sieht. Rasiermesser scharf. Out of the box. Kann ich nicht von vielen Herstellern behaupten, dass das so ist. Aber bei Spyderco kriegt man wirklich ein sehr scharfes Messer. Der Schnitt war jetzt recht bissig. Also die Spinne hat Zähne. Und ja, das ist jetzt mein schönes EDC für in der Jeanstasche. Der Griff ist sehr, ja, griffig halt. Und vom Klingenspiel oder so hat man auch gar nichts. Also spürt man nichts von. Das Messer ist als Einheitsmesser konzipiert. Und ich glaube, ich muss noch ein bisschen trainieren, weil man in den Videos immer so schön sieht, wie die aufgeschnippt werden. Aber ich denke, da braucht ein bisschen Übung. Ja, ich wollte euch schon mal zeigen, weil schon lange kein Video mehr war. Und ich auch in nächster Zeit wahrscheinlich nicht so viel Zeit habe dafür, weil ich eigentlich vorhatte, ein Geocache-Video zu machen. Und ja, ihr könnt es euch nochmal ganz genau ansehen. Preis liegt bei 80 Euro. Da wollte ich mich nochmal beim Toolshop bedanken. Die sind wirklich top in Sachen Lieferung und der Lieferzeit. Das ging ruckzuck wieder mal, also mit Amazon absolut vergleichbar. Könnt ihr es euch nochmal angucken? Oh, hier liegt auch noch ein Zettel, der dabei war. Was steht denn hier? Hallo. Lalala. Thank you much. Ja, kein Problem. Man kriegt ja was für sein Geld. Vielleicht könnt ihr es sogar mitlesen. Was hat sich geändert? Aha, es gibt jetzt eben verschiedene Farben. Habt ihr ja auch schon gesehen. Eins war grün, eins braun. Ich glaube, es gibt noch lila. Schwarz sowieso. Und dann wird nochmal eingegangen auf den Stahl und dass man eben auch diesen Clip selber abschrauben kann und ihn umsetzen kann, wie man will, von nach oben, nach unten oder auch die Seite wechseln. Das hat schon was, sag ich mal. Mir ist dieses Tip-Up ist halt eigentlich okay. Ja. War jetzt wieder ein bisschen dumm verzählt im Video. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem, weil ich habe leider nicht mehr so viel Zeit zum Vorbereiten. Aber zum kurzen Vorstellen dieses schönen Messer wird es wohl genügen. Gut. Dann hoffe ich nächstes Mal wieder,
mit ein bisschen besseren Vorbereitungen. Bis dann, tschö.